Da war mal kurz weg, es lag an mir, nicht an ihm. Klingt, ja, habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gehört, ne? Es liegt an mir, nicht an dir. Ja, so ist das jetzt hier auch gewesen. Ja, wie Aber. immer, das ist einfach nicht zuverlässig. Das, Ja, ja. es ist schrecklich. Diese YouTuber ab 50 Abonnenten, mit denen kannst du nichts anfangen. Das ist echt. Hey, das ist halt nicht mehr wie die YouTuber früher sind, waren, ne? Also. Ja, früher war alles besser. Ja. Nee, Toulouse interessiert. Hä? Ich habe geschworen, in den großen Religionskrieg teilzunehmen. Nach seinem Beginn wird dieser Krieg trotz Unentschieden. Warum kann ich jetzt trotzdem nicht den Krieg erklären? Der Krieg läuft doch auch noch, dieser hässliche Religionskrieg. Was bringt mir das eigentlich zu kapitulieren? Kann ich nicht. Weil ich kein Hauptteilnehmer bin. Ich würde sagen, das sind Fake News, meine Freunde. Ich bin der Hauptteilnehmer. Ich bin der Herzog Arnulf von Krabbe. Toll, jetzt hat er da schon noch einen Neffen. Ich muss auch übrigens sagen, ich bin relativ unzufrieden mit der Tatsache, dass mein Sohn, also wenn ich sterbe, ist mein Sohn wahrscheinlich auch schon uralt. Ich hoffe mal, dass mein Sohn dann schon Söhne hat. Wenn ihr versteht, was ich meine. 4 Jahre. Das Komplott hat eine 10% Wahrscheinlichkeit, jeden Monat voranzukommen. Oh, okay, 11 Monate. Alles klar. Will er Wieso denn eine das und Fraktion gegen mich schaffen? nicht? Geistig behindert oder? Das ist ja very weird hier. Ich habe 4 Grafschaften in meinem Reich, ja. Ich bin nicht sehr effizient. Warum tickt der Kriegsstand jetzt eigentlich schon wieder nach oben hier bei dem Kreuzzug? Das kann ich dir nicht sagen. Die verlieren alle Schlachten, die Christen. Die haben kaum noch Truppen. Die meisten sind auch schon ausgetreten. Kann ich? Ich kann mich. Ich kann aber nicht austreten aus dem Krieg, oder? Warte mal. Stopp. Kreuzzug. Nee. Nee, kann ich nicht. Sehr schade. Teilnehmer anzeigen. Was sind jetzt schon wieder? Ich probier's. Ah, ich habe wieder Viehherde. Ah, das ist gut. Viehherde ist immer gut. Bringt einem mehr Wachstum. Hat versucht, mich zu ermorden. Ah, okay. Plus 10% Entwicklung. Mein Sohn ist schon sehr lange begeistert von einem der Hausritter. Und er hält die Eigenschaft fleißig. Ja, das ist doch super. Mein Sohn ist fleißig. Scheiße. Scheiße. Er hat ein fleißiges Kind. Nee, das ist er jetzt bei mir hier, hat Armee ausgehoben. Achso. Weißt du was, es ist mir jetzt scheißegal, ich muss das jetzt anders mal regeln. Ah, Fäkalsprache, da sind wir wieder. Kriegserklärung bricht Bündnis, ist mir egal. So, komm, bam. Ich will jetzt keinen Anspruchsteller, ich will das. Religiöse Beziehungen, ist in Ordnung. Eure Armeen sind ausgehoben. Ja, du musst deine Armeen erst einbalsamieren, bevor sie Krieg Es erklären können können. keine Armeen aufgelöst werden. Ich habe keine Armeen ausgehoben gerade mehr. Hey? Ich heb sie aus. Euer Lehnsherr hat den Krieg. Jawohl, das Westfrankenreich. Oh, was zur Hölle? Burgund hat sich soeben gegründet. Okay, kann man mal Und machen. Pepin hat quasi. Also, der König von Aquitanien hat den Krieg gegen den Dieb gewonnen und ist jetzt König von ganz Westfranken und Burgund hat sich gegründet. Was hier abgeht, ich mag das. Ich finde das so cool. Es passiert so viel Stuff einfach. So, eben ist es Ostfranken, jetzt ist es Burgund, morgen ist es meine Toilette. Das ist wirklich. Es passieren immer so viele Sachen. So. Und der Religionskrieg, der müsste jetzt gleich enden. Minus 75. Es tickt jetzt richtig schnell runter. Weil die christlichen Armeen. Wir schauen uns das mal an. Die sind hier alle komplett.
zerstört worden. Ja, der erste christliche Kreuzzug ist vorbei. Habe ich mich jetzt verdrückt oder was? Moment, jetzt habe ich mich vertan bestimmt, ne? Herzog, nee, genau. Titel beanspruchen. Dynastie. Ein Anspruch. Ja, ich erhebe Anspruch. Kriege ich den jetzt durchgesetzt? Ich habe ein Bündnis. Wie kriege ich das Bündnis aufgelöst? Wenn du verheiratet bist, glaube ich gar nicht. Du musst die Frau, glaube ich, dafür beseitigen oder den Mann, je nachdem. Naja, ich kann ja keinen Krieg erklären wegen einem Bündnis, aber ich will das Bündnis gar nicht mehr haben. Eigenwillig, feige, da kommen wir, eigenwillig ist mir scheißegal. Ich glaube, das funktioniert nicht gerade, wie ich das will. Ich habe jetzt gerade einfach nur Mist gebaut. Steinmetzangelegenheiten. Eine Zunft von Steinmetzen hat sich niedergelassen. Zusammenwirkende Arbeit. Warte mal. Das wird automatisch. Ach so. Da kriege ich auch noch Prestige, wenn ich Glück habe. Dann machen wir das nochmal. Habe ich Glück oder habe ich kein Glück? Wahrscheinlich wieder nicht. Ich hatte Glück. Oh. Nice. 150 Prestige und ich musste nicht zahlen. Und wir haben Steinmetzangelegenheiten bekommen. Was auch immer mir das jetzt bringt. Ah, da ist es. Minus 25% Gebäudebauzeit und billiger zum Bauen. Das ist doch relativ nice, muss ich sagen. So. Ist der hässliche Kreuzzug mal vorbei? Es ist bei minus 100%. Jetzt ist er vorbei, oder? Ja. Ja. Kreuz und Niederlage. Sie fanden den Tod und Demütigung an den Toren von Syrien. Der Heilige Krieg, den Papst Kallistus so eifrig ausgerufen und unterstützt hatte, endet in einer katastrophalen Niederlage. Ich hab's eiskalt weggedrückt. Oder was heißt eiskalt, aber... Aber wir haben trotz allem Prestige und Förmigkeit erhalten. Also es wurde aufgeteilt zwischen allen, aber ein bisschen was müssen wir eigentlich bekommen haben. So, aber jetzt ist dann der Moment gekommen, an dem wir ganz entspannt hier erstmal Lüttich angreifen werden. Also, warum haben die schon wieder, haben die schon wieder 1000 Mann eigentlich? Die könnten sich aber noch selten anheuern, oder? Ah, ja, nee, 271 kosten Söldner. Die haben 230. Forstwirtschaft, okay. Bauzeit, Aber... Machen wir erstmal das hier. Gucken, ob wir die direkt abfangen können hier. Jawohl, hat direkt geklappt. Die sind zwar stärker ein bisschen, aber... Wenn man dann doch einen relativ fähigen Herrscher. Ritterlichkeit verbessern. Ah, das hat schon mal geklappt. Super. Die haben 140 Mann verloren. Ein Kriegsgrund einsetzen, um. Armeen sind ausgehoben und Kriegserklärung bricht das Bündnis. Wie kriege ich ein Bündnis los? Kann mal gucken. Man findet auch nichts dazu, dass man das auflösen könnte. Deswegen bin ich mir da nicht so sicher gerade. Ja, ist ein bisschen kacke. Oh, jo, das macht Sinn. Okay, der hat 2000 Mann. Jetzt muss ich mir nur noch... Ja gut, der hasst mich jetzt. Das ist jetzt natürlich scheiße.
Ich habe auch noch eine Geisel. Warte mal, stopp. Ich habe drei Gefangene als Geiseln genommen. Eins. Oh, das ist ein Problem. Okay, da passiert mir gerade etwas zu viel. Also er ist erwachsen. Bruder hat eine Nebenlinie geschaffen. Ja, super. Herzlichen Glückwunsch. Scheiße. Krieg erklären. Ja, mache ich jetzt einfach. Was bringt das? Haut mir eine Ruhmstufe runter und ihr haltet, hat einen Verbündeten angegriffen, 3 Jahre lang. Ist mir jetzt Schnuppe. Das ist eine gute Heirat. Oh, warte mal. Oh. Ich habe Vestanien, natürlich. Ich habe ein Bündnis mit Vestanien angeboten. Das kommt mir jetzt. Das war deine Frau. Meine Halbschwester, ja. Ah. Können wir machen. So, jetzt zwingen wir hier mal die Forderungen. Jetzt sind wir halt über unseren Domänenlimit. Problem ist, wenn ich jetzt hierher gehe und jetzt Bri abgebe, ja, zum Beispiel, das ist jetzt aktuell bin ich ja, also wenn ich das jetzt vergebe, zum Beispiel das ist mein Sohn, wenn ich das meinem Sohn gebe, dann steht hier, er wird euer Vasall. Ihr habt schon zu viele Bündnisse, okay. Ich habe jetzt Angst, dass ich jetzt dann meinen Sohn an den König, aber es macht doch keinen Sinn, oder? Okay, nee, es hat funktioniert, gut. Ich war wieder ein bisschen misstrauisch gerade. So, mein Sohn ist jetzt quasi mein Untertan. So, in 2 Jahren haben wir ein Bündnis. Also noch haben wir kein Bündnis, aber wir sind schon mal vermählt, ne? Haben wir schon? Ja, ja. Achso, nee, stimmt, der kann ja schon heiraten. Ah, nee, war. So, die passen doch perfekt zusammen. Schau mal, allein die Haare, die Frisur, das Gesicht, das ist doch perfekt. Ich werde ein Aquädukt entwerfen, das machen wir auch gleich mal. Hab ich. Ich probiere es einfach. Mal gucken, die haben 1000 Mann. Die haben keine Verbündeten, die haben 1000 Mann, die haben 3 Untertanen. Oh, ja. Die können halt Söldner anheuern, das ist wieder das Problem, was mich langweilt. Ich kann die Bande ändern. Ein Bündnis mit... Wer ist denn das? Vor allem, ich kriege immer Anspannung, wenn ich irgendwas mache, weil mein Herrscher ist schüchtern. Versager. Okay. Also Versager ist jetzt nicht gerade sehr nett zu dem. Ja gut, wir sind nicht Dresden... Ah, okay, ich verstehe. Das Herzogtum von Bar wäre sein rechtmäßiger Herrscher. Okay, ich verstehe. Das heißt, das wäre mein rechtmäßiger Herrscher, aber das andere nicht. 1700 Mann. Was kann man denn eigentlich so machen bei Entscheidungen? Können wir Ritter einladen? Nein, erstmal nicht. Mach mal ein Fest mal. So, das Fest mal beginnt. Das wird jetzt interessant, was da wieder rauskommt bei der ganzen Geschichte. Schau mal kurz bei unseren Rittern. Den verbieten wir. Den auch. Den rekrutieren wir. 5 Jahre lang schenkelklopfende Unterhaltung. Das ist doch schon mal ganz gut. Hervorragend. Ich habe einen super General unter Hausarrest gehabt. Den ich jetzt für mich rekrutiere, einen 21er. Das ist gut. Kann man nicht abstreiten. Ich kann Lösegeld fordern. Da hole ich mir von den Grafen mal. Ich habe übrigens meinen Bischof zu meinem Arzt gemacht. Warum auch immer ich das gemacht habe. Doch, warum nicht? Kann man mal machen. Mach mal ein weiteres Bündnis. Okay.
habe ich zwar wieder Anspannung. Ein geistiger Zusammenbruch. Ich erhalte, weil ich einsiedlerisch bin, erhalte ich das. Oder ich glaube zum nächsten Tor. Nee. Nee. Das machen wir nicht. Wir werden nicht unseren Glauben konvertieren. Das wäre sehr dumm. Gucken, ob wir sie beeinflussen. Oh, nee. Ich kann sie nicht mehr beeinflussen, weil ich schüchtern bin. Er ist so ein Krüppel, dieses Kind. Das ist hervorragend, dass du dich, dein Kind, so runtermachst. Ja, es ist nicht mein Kind. Ich rede, eigentlich bin ich selber, ich bin so ein Krüppel. Bin so ein unfähiges Stück Scheiße. Der Herzog Arnul. Ich würde ihn umbringen, wenn ich könnte. Was hat denn jetzt das eine mit deiner Persönlichkeit und das andere mit deinem Charakter hier im Spiel zu tun? Sorry, das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. In Fachkreisen nennt man das auch einen echten Schenkelklopfer. Ja, ja. So, er hat Truppen verloren. Also selbst wenn er Söldner anheuert, sollten wir es eigentlich in der Zwischenzeit auch in der Lage sein, ihn zu besiegen. Und dann würde ich sagen, wir rufen ihn mit in den Krieg. Dafür habe ich ihn. So, die werden wahrscheinlich jetzt gleich Söldner rufen. Wenn nicht, haben sie ein Problem. Ja, und das Einzige, was ich jetzt noch sagen kann, den Ausgang dieses Krieges, den seht ihr in der nächsten Folge. Was, sind 15 Minuten schon um? Ja. Glaubt man gar nicht, ne? Schöne Folge war es wieder mal, wieder einiges passiert. Burgund hat sich gegründet, Westfranken ist Großfranken wieder geworden. Kriege, Bündnisse wurden geschmiedet zwischen den Herrschern von Westfalen und Krabbenreich. Bin gespannt, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.